Und damit hi Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich spiele Landwirtschaftssimulator. Ich habe das Feld fertig gespritzt. Gedüngt eher. Fertig gedüngt. Aber gespritzt, ja, das gleiche. Ich sage jetzt mal gespritzt. Da so kann man den gleich, die Spritze gleich wieder einstellen. Auch so. Keine Ahnung, wieso die Hälfte immer zu ist und die offen, wenn man den Spielstand neu lädt. Keine Ahnung. Rückwärts rangieren kann ich immer noch nicht. Ich hab's ausgestellt. Ja. Endlich. So. Stellen wir den rein. Können wir eigentlich auch mal reparieren. Egal. Der B-Trag ist fertig mit 10. Okay, hat ein paar Sachen nicht mitgenommen. Mal kurz zurück. Da noch ein bisschen. Dass aktuell noch weniger Videos kommen als sonst. Liegt jetzt nicht daran, dass ich aktuell faul bin. Nee. Denn ich muss nebenzu zu für Schule lernen, Quali und so. Das schreibe ich nämlich dieses Jahr. Und ja. Das ist halt dann nervig, dass ich nicht immer zocken kann. Also nicht jeden Tag so. Hier hat er glaube ich alles. Hier hat er alles perfekt gesät und da hinten hat er Sachen ausgelassen. Komisch. So, 69.000 haben wir noch. Glaub, wir haben beim letzten Mal keinen Düngerstreuer oder sowas gekauft oder Spritze. Komisch, normal, also ich glaube jetzt mit der kann ich das nicht düngen. Also könnte ich wahrscheinlich. Ah ne, das spritzt dann nach außen. So. Angebote. Jetzt kommt es drauf an, Spritze 34.000 oder Düngestreuer. Ja, meine Maus ist immer noch verschoben. Ja, wenn ich jetzt hier auf die Funke drücke. Die Maus. Boah, ich ist beim Streamen. Muss halt noch gucken. Ich habe gerade ein Update runtergeladen. Komischerweise ist es jetzt immer noch so. Schade. 16.000, 25.000. Ja, 42. Der hat auch 42. Ich muss nur rein 1.500 Liter.
glaube, ich lasse das jetzt erstmal Standard. Und dann fahre ich zum Händler. Oder ich lasse ihn fahren. Und ich sehe, es gibt wieder Salat, den wir verkaufen können. Bestimmt. Muss ich wieder schalten. Hilfe. Der protestiert schon wieder. Ey. Mein Freundchen. Der macht schon wieder hier Faxen. Ah. Oh. Das ist der Zetor. Jetzt schauen wir uns mal den Auto-Load an hier. Kurz Kopf anschlagen. Bam. Gut. Ich guck mal, wie viel das sind dann. Weil da muss ich den Fendt nicht noch auspacken. Ja, da liegt noch das Gewicht vom MB-Trag, das ich da einfach abgelegt habe. Okay. Wasser muss da ja eigentlich noch drin sein. Hast du schon? War pünktlich selber auch angekommen. Ja, anscheinend schon. Dann lassen wir den mal zum Supermarkt fahren. Oder zum Einkaufszentrum, wie das heißt. Ich glaube, Einkaufszentrum heißt es. Dass der kommt auch gleich auf die Straße. Supermarkt heißt es. Die setzen. Hep, hep. Aha, der strikt jetzt nicht. Aber der Stand ist jetzt natürlich auch auf der Straße. Nicht so wie der MB-Trag. Ah, ich hab schon hier Fett uninstalliert. Aber es geht nur bei dem Anhänger. Weil ich muss so machen, dass man das mit dem aussieht. Oh, ich. Nee, mit dem Anhänger geht es nur. Weil ich, wenn ich es bei vielen anderen machen möchte, dann muss ich das da einfügen irgendwo in den Dateien. Irgendwas muss ich da machen. Aber darauf habe ich aktuell keine Lust. Machen wir nur bis 1000 jetzt voll. Ah, da kommt gerade der Zetor. Dann können wir den hochfahren lassen, den MB-Truck. Der rennt. Und den fahren wir selber. Aha. Überfahren Sie den Bordstein in den Kanten. Oder wie es heißt bei einem Ding. Kreisverkehr. Gucken, wie viel wir kriegen im März. Wir bekommen. Okay, 10.000. Mal den auch wieder zum Hof fahren.
Resetzen, zack. Okay, der Helfer kann auch nicht selber hochschalten. In den vierten. Dann gucken wir, eigentlich müssen wir düngen können. Ja. Weil ja in der Seemaschine, also die hat keinen Dünger-Tank oder so. Was ähnliches. Düngen wir mal schnell das Feld. Ist auch schon fast fertig eigentlich mit der Spannweite. Aber da müsste eigentlich schon der C. Na, düngen wir noch kurz die Straße ein bisschen mit. Das Nachbarsgrundstück. Der kriegt auch was. Und wenn wir fertig sind, müsste eigentlich der C schon da sein. Können wir den auch wieder einparken. Mit dem MB-Truck auch. So, den schneiden wir dann hier rein und haken den Zeto ein. In der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich endlich mal weitere Stöcke kaufen, Traubenstöcke. Das habe ich jetzt schon öfters gesagt, aber nie gemacht. Jetzt haben wir ja immer noch ein bisschen Kohle, 61.000. Also nur zum Beweis, diesmal habe ich wirklich mein neues manuelles Ankurbeln ausgestellt. Kann man ja hier sehen. Ja, kann ich das ja. Oh, muss es weg. Ja, okay. Das ist der zweite Bildschirm. Denn man konnte es ja unten mehr ausstellen. Da war noch ein extra Abteil mit manuelles Kuppeln aus Ankurbeln ausmachen. Und hier steht jetzt Mist. Also ich habe es diesmal nicht vergessen. Yeah. Endlich. Das kann ich ja mal auf einer anderen Map machen, wenn ich noch auf einer anderen spiele. So. Und dann war's das mit der Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Bei 2009. Ciao.